Die Hartherzigkeit. Die Hartherzigkeit. Ibn al-Qayyim rahimahullah qal: Ma uqiba 'abdun bi'uqubatin ashadd min qaswati al-qalb wal-bu'd 'an Allah 'azza wa jalla. Ma uqiba 'abdun bi'uqubatin ashadd min qaswati al-qalb wal-bu'd 'an Allah 'azza wa jalla. Ibn al-Qayyim sagt ungefähre Übersetzung: Niemand wurde so schlimm bestraft wie mit Hartherzigkeit und der Entfernung oder der Weite von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ibn Qayyim sagt, أَبْعَدُ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِ. Der weiteste Herz von Allah ist das harte Herz. Ist das harte Herz. Und Ibn Qayyim hat andere Sachen, vier Sachen erwähnt. Er sagt, der Grund dafür sind vier. كَثْرَةُ الطَّعَام, كَثْرَةُ الْأَكْلِ وَالشَّرَابِ. Das viel Essen und viel Trinken. وَكَثْرَةُ النَّوْمِ, viel schlafen. وكثرة مخالطة أهل المعصية. Das heißt eins, viel essen, viel trinken, viel schlafen, والعياذ بالله. Und wir haben gesagt, die Mutter von Suleiman عليه السلام sagte, oh mein Sohn, du sollst nicht viel schlafen, denn der Schlaf macht den Diener arm am Tag der Auferstehung. Und das andere, was er gesagt hat, Umgang mit vielen ungehorsamen Menschen, والعياذ بالله. Das waren die Worte von Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim sagte auch, aber derjenige, der von dieser Hartherzigkeit befreit sein will, er soll die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugen, er soll die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugen, vor seine eigenen Gelüste, vor sein eigenes Nutzen, ungefähr. Das heißt, und das Schlimmste auf das Herz ist so lange verschleiert von Allah subhanahu wa ta'ala, solange er beschäftigt ist mit Genüsse und Gelüste des diesseitigen Lebens. Also derjenige, der seine Gelüste und seine Begierde unter Kontrolle hat und seine Begierde besiegt hat und widerspricht, diese Hülle vor seinem Herz wird verschwinden bei Ibnillahi subhanahu wa ta'ala und die Sicht wird ihm klar. Und der Weg wird klar Richtung Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Das waren ungefähr bedeutend die Worte von Ibn al-Qayyim rahimahullah. Dieser Gelehrte hat 51 Gründe erwähnt. Ich werde nicht alle ausführlich erklären, weil eigentlich erst für jede einzelne werden wir eine eigene Sitzung dafür machen, ehrlich gesagt. Und ich habe heute eins ausgesucht. Möge Allah inshallah mir die passende Worte dafür geben, inshallah. Ich wiederhole das, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich nenne Nummer eins, das eifrige Streben nach dem irdischen Leben, Dunya. Nummer zwei, lange Lebenserwartung, Vergesslichkeit des Todes. Und ich habe kurz gesagt, dass Aisha radiallahu anha saß, während eine Frau zu ihr kam. Diese Frau sagte, ja Aisha, ich leide unter Hartherzigkeit. Mein Herz ist hart geworden, ja Aisha. Aisha radiallahu anha hat viel Wissen gehabt. Sie ist ja die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Damals Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali gingen zu Aisha und sie haben bei Aisha gefragt nach Gesetzen im Islam. Obwohl jeder von uns kennt, und weiß, wie wissen Sayyidina Abu Bakr ist und Sayyidina Umar ist. Radiallahu anhum wa ardahum. Trotzdem, Aisha hat vielen Sahaba gelehrt, das, was sie gelernt hat vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aisha sagte zu ihr, gedenke viel den Tod. Gedenke häufig den Tod, dann wird dein Herz befreit von dieser Hartherzigkeit. Das waren immer die Worte von Aisha, wenn eine Frau zu ihr kam und klagte von Hartherzigkeit. Al-Rabi' ibn Khuthaym, radiallahu anh, das ist ein Tabi'i, das ist ein sehr starker Gefährte von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anh. Dieser Rabi' ibn Husayn, er war sehr, sehr fromm. Sogar wenn er nach Hause geht zu Abdullah ibn Mas'ud, um nach ihm zu fragen, er klopft und guckt immer auf den Boden. Er guckt immer auf den Boden. Er senkt immer seine Blicke. Dass die Frau von Abdullah ibn Mas'ud immer, wenn er kam, sie ruft, ja Abdullah ibn Mas'ud, dein blinder Freund ist gekommen. Weil er immer nach unten guckt. Sie dachte, er wäre wirklich blind. So stark war Rabi' ibn Husayn. Deswegen sagt Abdullah ibn Mas'ud zu ihm, ja Rabi' ibn Husayn, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Leben wäre und hätte dich gesehen, er hätte dich geliebt. Sag, und jedes Mal, wenn ich dich sehe, ich erinnere mich an den Menschen, die Allah fürchten, subhanahu wa ta'ala. Ich erinnere mich an die Menschen, die demütig sind vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die Angst haben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Tabi'i. Al-Rabi' ibn Husayn. Dieser Mann, ich erwähne nur kurz die Sache, was Aisha gesagt hat, er hat sich ein Grab geschaufelt zu Hause.
mitten in seiner Wohnung, wenn ich Wohnung sagen darf, das heißt mitten in sein Zimmer. Warum? Man hat ihn gefragt, warum machst du das? Er sagt, jedes Mal, wenn ich merke, mein Herz wird hart, mein Herz wird gefüllt mit Unheil, a'udhu billah. Diese Unheil, diese Hartherzigkeit greift mein Herz an. Sag, ich setze mich in diesem Grab hinein. Ich schließe den Grab mit einem Holz, mit einem Holzstück. Sag, ich sitze so lange drin und erinnere mich an das Grab, an die Dunkelheit vom Grab. Ich erinnere mich an den Tod und das, was nach dem Tod kommen wird. Und alles, was nach dem Tod kommen wird, ist härter als der Tod selbst. Sag dann, bis ich anfange zu schwitzen. Er schwitzt vor Angst. Sagt, dann rezitiere ich einen Vers. Sagt ungefähre Bedeutung, wenn er da diese Angst hat, und so wird es vielen gehen, a'udhu billah, wenn sie sterben. O Allah, lass mich zurückkehren. Vielleicht werde ich alles wieder gut machen in dem, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht ich werde alles verbessern, ja Allah, was ich falsch gemacht habe. Ich werde meine vergangenen Nachlässigkeiten bereuen, ja Allah, und bedauern. Ich werde alles wieder gut machen, ja Allah. Dann schlägt er diese Holzteil mit seinem Fuß und geht raus und sagt, ja Rabia, guck mal, Allah hat dich zurückgeschickt. Also starte und fange neue Taten mit Allah an. Fang an, ja Rabia. So hat dieser Rabia ibn Khuthaym sich von Hartherzigkeit befreit. Und das ist dieser Rat von Aisha radiallahu anhu. Gedenke häufig den Tod. Rasulullah sagt zu Sahaba, gedenkt häufig den Genusszerstörer. Wer ist der Genusszerstörer? Der Tod. Wir dürfen uns nicht ablenken, a'udhu billah, vom diesseitigen Leben gegenüber dem Tod. Wir müssen immer an den Tod denken. Denn der Tod vergisst uns nicht. Wir vergessen den Tod, aber er vergisst uns nicht. Und wir haben eine Frist, die festgesetzt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, die wir gar nicht wissen, wann sie ist. Also der Tod ist verborgen geblieben. Warum, sagen die Gelehrten? Damit jeder immer Angst hat und immer den Tod erwartet. Jeder Moment, jede Stunde, jeder Atemzug kann der Tod einbrechen. Sind wir bereit zu sterben? Ich sage euch nein. Ich sage euch nein. Weil das, was ich sehe von mir selbst und das, was ich vor mir sehe, es ist nicht böse gemeint. Aber wenn ich vergleiche immer mit Sahaba, radiallahu anhum, ich vergleiche immer mit Tabi'in, das, was sie gemacht haben, dann sehe ich, dass wir noch nicht bereit sind zu sterben. Also der wahre Muslim gedenkt häufig den Tod und den Genuss zerstört. Und so versuchst du immer deinen Tag auszunutzen, ob das der letzte Tag deines Lebens ist. Das ist sehr wichtig, dass wir das empfinden in unser Herzen, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nummer 3 ist Abhängigkeit des Herzens von anderen Dingen außer Allah. Das wiederhole ich nochmal. Abhängigkeit des Herzens von anderen Dingen außer Allah. Nummer 4, falsche Hoffnungen, was das diesseitige Leben betrifft, a'udhu billah. Nummer 5, das ständige Umgang mit ungehorsamen Menschen. Nummer 6, häufiger Schlaf. Nummer 7, Hinauszögerung der guten Taten. Ich werde morgen beten. Ich werde morgen meine Gebete verbessern. Ich werde morgen Pilgerfahrt, inshallah, verrichten. Ich werde morgen Allah mehr gedenken. Ich werde morgen spenden. Ich werde morgen nachts beten. Und dieser Ich werde ist eine Waffe von Iblis, aduwallah. Ist eine der schlimmsten Waffen, sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah. A'udhu billah. Das heißt, wir müssen uns Acht nehmen vor Ich werde, Ich werde. Man muss sich eilen zu den guten Taten. Eifrig streben nach guten Taten, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Das ist Beweis, dass du ein edler Mann bist oder eine edle Frau bist. Nummer 8, viel essen und trinken, a'udhu billah. Nummer 9, Faulheit gegenüber Gehorsamkeiten. Nummer 10, sich von Verbotenen ernähren und kleiden, a'udhu billah. Wir haben gesagt, derjenige, der sich ernährt, oder kleidet von Verboten, a'udhu billah, das, was er gegessen hat und das, was er angezogen hat, a'udhu billah, verflucht ihn die ganze Zeit, solange er das anhat und solange das Essen in seinem Magen ist. Wenn du eine neue Schuhe kaufst, von Verbotenen beispielsweise, jemand hat das geklaut und hat es sehr billiger verkauft und du weißt, dass es haram ist, dass es geklaut ist und du hast es gekauft und du weißt es auch. Diese Schuhe, wenn du jahrelang diese Schuhe trägst, die ganze Zeit, die ganze Jahr lang, diese Schuhe verflucht dich, wal'iyadu billah. Wenn du unter einem Dach wohnst, der nicht erlaubt ist, a'udhu billah, diese Wohnung verflucht dich die ganze Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben gesagt, derjenige, der sich von Haram ernährt, von Verbotenen ernährt, dessen Bittgebete werden nicht erhört von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ungefähr übersetzt vom Hadith, jemand ist unterwegs, der ist stäubig,
ja, ungekämmt. Seine Kleidung ist verboten, seine Ernährung ist verboten. Und hebt die Hände hoch zu Allah subhanahu wa ta'ala und ruft, Ya Rabb, oh mein Herr, und hofft, dass Allah sein Bittgebete erhört. Sagt Rasul, wie soll Allah seine Bittgebete erhören? Wie geht das? Ist unmöglich. Wenn du dich von Verboten ernährst, dein Bittgebet wird nicht erhört. Wenn du absichtlich das einmal machst, beispielsweise du betest und du isst nur Halal, du machst absichtlich einmal 40 Tage lang, dein Bittgebet wird nicht erhört. 40 Tage lang. Und wir haben gesagt, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, er sagt, das Bittgebet ist die beste Waffe gegen unsere Prüfungen und Probleme. Sayyidina Ali sagt, das Bittgebet ist die Waffe des Gläubigen und das Licht der Himmel und Erden. Das ist deine Ausrüstung gegen deine Probleme. Viele klagen, ich habe Probleme. Also achte darauf, warum dein Bittgebet nicht erhört wird und warum, dann wundere die dich nicht, warum deine Bittgebete nicht erhört werden und deine Probleme nicht gelöst werden. Achte auf dein Essen, auf das, was du trinkst und wovon du dich kleidest, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nummer 11, Vergessenheit der vergangenen Sünden. Auch begehen eine Sünde nach der anderen. Nummer 11, Vergessenheit der vergangenen Sünden. Begehen eine Sünde nach der anderen. Nummer 12, überflüssiges Wohlstand. Überflüssiges Wohlstand. Nummer 13, üble Nachrede. Üble Nachrede. Gleich werden wir darüber reden, inshallah. Verleumdung, Verfluchung, Beschimpfung, wal'iyadu billah. Nummer 14, Lügen. Wir haben gesagt, wenn jemand lügt, die zwei Engel rechts und links, sie entfernen sich von dir so weit, weil das, was du gesagt hast, stinkt, a'udhu billah. Sie können diesen Geruch nicht vertragen. Und wenn du immer wieder lügst, dein Name wird bekannt bei den Malaika als Lügner. A'udhu billah. Also nimmt euch in Acht vor Lügen, nas'alullah al-afalaf. Nummer 15, spotten. Sich über andere lächerlich machen, a'udhu billah. Man darf sich über andere nicht lächerlich machen. Weil kann sein, denjenigen, worüber du lachst, über den du lachst, der ist besser wie du bei Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 16, viel lachen oder häufig lachen und viel Spaß machen, a'udhu billah, und zerstreuen. Derjenige, der viel Spaß macht, sagt Sayyidina Umar, er verliert seine Ehre unter den Menschen. Er wird nicht mehr geehrt. Er verliert seine Persönlichkeit, wenn er zu viel Spaß macht. Die Leute nehmen ihn gar nicht mehr ernst. Also nehmt euch in Acht vor viel Spaß, a'udhu billah. Man ist erlaubt, Spaß zu machen, aber nicht viel. Wenn du immer wieder das machst, die Leute werden dich auf jeden Fall nicht mehr ernst nehmen. Deine Ehre wirst du verlieren, deine Würde wirst du verlieren, a'udhu billah. Und der sowieso viel lacht, a'udhu billah, wir haben das häufige Lachen, saugt das Licht von deinem Herzen weg. Dieses Licht vom Iman wird langsam, langsam ausgelöscht. Also nehmt euch in Acht, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der heute häufig lacht, wird morgen häufig weinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, er sagt über die Ungläubigen, sagt, die Ungläubigen, lass sie heute ruhig so viel lachen, wie sie wollen. Lass sie heute so viel lachen, wie sie wollen. Aber ab dem Moment, wo sie sterben, sie werden anfangen zu weinen für die Ewigkeit und nie mehr aufhören. Ab dem Moment, wo er tot ist, wo er der Engel des Todes sieht, a'udhu billah, fängt seine ewige Strafe an und er wird ewig weinen. Das heißt, seine Tränen wird er immer vergießen für die Ewigkeit und am Tag der Auferstehung werden sie sogar Blut weinen. Vor Angst. Blut. Stell dir vor, was für eine Angst das sein wird, dass jemand Blut weint, ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Sogar Anas ibn Malik sagt, sie werden so viel Blut weinen, bis sie kein Blut mehr haben, bis deren Augen vereitern, wal'iyadu billah. Also nehmt euch in Acht vor viel Lachen. Derjenige, sagt Sayyid Abd Darda, sagt, mich wundert derjenige, der so viel lacht und weiß noch nicht mal, ob Allah mit ihm zufrieden ist oder nicht. Das heißt, du weißt nicht, ob du ins Paradies gehört oder ins Höllenfeuer gehen wirst. Und du lachst. Also nehmt euch in Acht davor, inshallah. Nummer 17, Hochmut. Selbstgefälligkeit, Al-Ujub, Selbstgefälligkeit. Nummer 18, Groll, Neid, Hass, Wetteifern im diesseitigen Leben und ihre vergänglichen Trümmer. Nummer 19, Zorn, schlechte Meinung über andere, a'udhu billah, Engherzigkeit, andere ärgern, nas'alullah al-afu al-afi. Nummer 20, Geiz, Gier, Habsucht. Nummer 21, die Unachtsamkeit gegenüber des Gedenken Allahs und die Undankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, wenige meiner Diener sind dankbar. Wenige. Ein frommer Mann,
umrundet die Kaaba, die ganzen einzigen Bittgebete, ja Allah, lass mich zu denen gehören, zu den wenigen gehören. Nur das, ja Allah, lass mich zu den wenigen gehören. Einer hat ihn gehört, sagt, was meinst du damit? Sag, ich meine damit, das ist diese Verse im Koran. Allah hat doch gesagt, nur wenige meiner Diener sind dankbar. Ich möchte zu diesen wenigen Dankbaren gehören. Und Dankbarkeit ist nicht nur zu sagen, Alhamdulillah. Das ist eine Art und das ist die letzte. Die beste Art, dass du erstmal Allah dankst, du erkennst mit deinem Herz und du empfindest in deinem Herz, dass alles, was du hast, ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Herz ist sicher, Gewissheit ist in deinem Herzen drin. Alles, was ich besitze, ist von Allah. Der Gebende ist Allah. Der Gebende ist Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und dann sagst du, Alhamdulillah. Aber die beste Art, wie danke ich Allah für meine Augen? Indem ich diese Augen hier niemals im Verbotenen benutze. Indem ich mit diesen Augen versuche, niemals etwas Verbotenes anzugucken. Und hier meine ich, Ghaddul Basar. Ich danke Allah, ich zeige Allah, ja Allah, ich danke dir für diese Augen, indem ich meine Blicke senke, wenn ich etwas Verbotenes sehe. Wenn eine Frau entgegenkommt, die A'udhu Billah halbnackt ist, A'udhu Billah, die Teil angezogen ist und Teil nicht angezogen ist, ist Allah al-Afu al-Afiyah, und sie wackert die ganze Zeit vor mir und schwankt hin und her, um mich anzumachen, um mich in Versuchung zu führen, daran denke ich, diese Augen gehören Allah, der hat mir gegeben, subhanahu wa ta'ala. Und yawm al-Qiyamah wird Allah danach fragen, Jalla fi'ula. Also wie reagiere ich jetzt? Ich senke meine Blicke, ja Allah, danke für diese Augen. Ich verwende diese Augen nicht in dem, was dich, in dem, was dein Zorn erweckt. Und das ist die wahre Dankbarkeit. Alles, was du hast von Allah, verwende es in dem, was Allah liebt. Es gibt eine Überlieferung, der Diener Allah bittet Allah um etwas. Beispiel, du willst Geld. Du machst Dua, ja Rabb, gib mir, ja Allah. Ja Rabbi, gib mir, ja Rabbi, du wiederholst, Allah gibt dir nicht. Warum Allah gibt nicht manchmal, subhanallah, das, was du willst, weil du bist ein Mensch und du kannst die Folge der Dinge nicht sehen. Aber er kennt all das, was verborgen ist, das, was du nicht siehst. Das heißt, die Folge aller Dinge kennt nur Allah, subhanallah. Das, was in Zukunft passiert, kennt nur Allah. Manchmal, du willst eine Frau heiraten, du drängst, du willst sie heiraten. Aber subhanallah, Allah gibt dir diese Frau nicht, gibt dir eine andere. Warum? Weil Allah weiß besser wie du, diese Frau passt nicht zu dir. Die passt nicht zu dir, Abdi. Ich kenne diese Frau besser wie du und ich kenne dich besser wie du selbst. Also diese Frau, wenn du sie heiraten willst, die wird dann nur Probleme machen. Und du wirst ihr nur Probleme machen, die wird nur große Probleme haben, die wird nicht glücklich leben. Also, ich halte diese Frau von dir fern. Manchmal sogar, wenn Allah etwas von dir fernhält, das ist eine Art Geben von Allah. Weil wenn Allah dir diese Frau von dir ferngehalten hat, das heißt, er hat dich geschützt. Durch das Abhalten von dem, was du willst, von Allah, Jalla fi'ula, Allah hat dir einen Schutz gegeben, subhanahu wa ta'ala. Habt ihr mich verstanden? Das heißt, wenn du, ja Rabbi, gib mir das, Allah gibt dir nicht. Weil er weiß, dass es schlecht für dich ist. Und dann kriegst du etwas anders. Nach vielen Jahren wirst du erkennen, Alhamdulillah, dass ich diese Frau nicht geheiratet habe. Wallahi. Erst später erkennst du das. Ein Mann, Ajib, ein Tabi'i saß, betet und jemand hat sein Pferd geklaut. Und dann, als er fertig war, guckt, sein Pferd ist nicht mehr da. Kommen Leute gerannt, sagen, wir haben niemanden gesehen, der dein Pferd hatte. Ist aufgestanden, um hinzugehen. Dann hat er sich hingesetzt. Dann sagt er, was ist los, willst du dein Pferd nicht mehr? Sagt er, nein. Sagt er, warum? Sagt er, erstens, es ist eine Spende, fi sabilillah. Sagt, zweitens, wäre dieses Pferd gut für mich gewesen, hätte Allah es nicht von mir weggenommen. So haben die Menschen damals reagiert, subhanallah. Sie waren dankbar. Wenn Allah gibt, waren sie dankbar. Wenn Allah festhält, waren sie auch dankbar gewesen. Ist nicht das, was du immer fragst, ist nicht immer gut für dich. Wie in dieser Überlieferung sagt, der Diener ruft, ja Allah, gib mir, ja Allah, gib mir. Und dieser Diener drängt. Und dann Allah subhanahu so großzügig, subhanahu wa ta'ala, er gibt. Sagt dann beispielsweise, du hast so viel Geld verlangt, keine Ahnung, 100.000 Euro, Allah hat sie dir gegeben. Was machst du mit diesem Geld? Nur Verbotenes. Allah sagt, Abdi, ich stehe kurz bevor, sauer auf dich zu werden, um nie mehr mit dir zufrieden zu sein. Hier ist gefährlich. Also lieber hätte Allah ihm das nicht gegeben. Versteht ihr? Das heißt, manchmal nimmt du schon Acht, wenn Allah etwas von dir fernhält, das ist Khair für dich. Das ist nur gut für dich. Allah weiß am besten, wie Atta ibn Abi Rabah sagt, du bist verpflichtet, Allah zu bitten, ihn anzuflehen, aber überlasse Allah, wann und was er gibt. Das ist bei uns noch nicht so weit. Überlasse Allah, wann und was er gibt, denn Allah weiß besser wie du. Kann sein, das, was du willst, ist schlecht für dich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, inshallah. La ilaha illallah. Wie gesagt, Dankbarkeit, guck mal, diese Auge allein. Ein Auge. Ja, ein einziges Auge. Ich erzähle kurz die Geschichte. Ein Mann hat Allah
Also ein Mann diente Allah 500 Jahre von Benu Israel. Anbetungen, Gebete, Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, Nachtgebete, Lobpreisungen, Spenden, alles mit. Sogar dieser Mann hat in einer Insel gelebt. Und diese Insel war umzingelt vom Meer. Das heißt nur Salzwasser. Aber aus diesem Wasser holt Allah eine reine Quelle raus. Süßes Wasser. Denn die Macht Allahs ist unbegrenzt. Jalla fi ula. Dieser Mann hat diese Quelle als Dankbarkeit für seine Anbetung. Denn Allah ist dankbar. Wenn du dankbar bist, Allah ist dankbar, subhanahu wa ta'ala. Für diese kleinen Taten wird dir Allah danken, yawm al-qiyamah, mit einem großen Paradies, mashallah. Paradiesgarten. Dieser Mann dient Allah 500 Jahre und hat einen Granatapfelbaum. Und dieser Granatapfel wächst nur einmal im Jahr. Aber bei ihm wuchs jeden Tag eine. Dankbarkeit von Allah, jalla fi ula. Für seine Anbetung, weil dieser Mann war dankbar gewesen. Er starb und steht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, mein Diener, du warst dankbar, du hast mich angebetet, du hast mich gedient. Ich war dankbar zu dem diesseitigen Leben, jetzt danke ich dir für das, geh mit meiner Gnade ins Paradies. Er sagt, nein, ja Allah, ich möchte durch meine Taten ins Paradies gehen. Oh, oh, jetzt ist es ein Problem. Allah sagt, bring ihn zurück. Jetzt wird die Waage hingestellt. Jetzt wird die Waage hingestellt. Alle seine Taten, 500 Jahre, werden auf einer Waage hingestellt. Und ein einziges Auge hat Allah von ihm genommen. Und auf die andere Waagschale hingestellt, um zu gucken, was wiegt mehr. Was hat mehr Wert, deine 500 Jahre Taten oder diese Auge, die ich dir gegeben habe. Allah hat nicht zwei genommen, nur eine. Er sagt, diese Auge hat mehr gewogen als all seine 500 Jahre Anbetung. Allah sagt, nehmt ihn jetzt und bringt ihn in Jahannam. Willst du mit deinen Taten? Guck mal, Abdi. Du hast noch nicht mal die Chance. Also ab mit ihm ins Höllenfeuer. Sag, nein, ja Rabb, mit deinem Rahman jetzt. Ich möchte mit deiner Gnade jetzt ins Paradies gehen, ja Allah. Allah sagt, bring ihn wieder zurück. Allah sagt zu ihm, Abdi, ich habe dich mit meiner Gnade erschaffen. Subhanallah. Abdi, ich habe dich mit meiner Gnade erlaubt, auf meiner Erde zu leben. Und ich habe dich mit meiner Gnade versorgt. 500 Jahre lang. Und du hast mich anbeten können nur mit meiner Gnade. Denn Allah leitet recht, wenn er will, subhanahu wa ta'ala. Und führt irre dem, wenn er will, subhanahu wa ta'ala. Es ist nicht in deiner Macht, dass du, wallahi al-azim, wenn Allah nicht will, du kannst dich kein einziges Mal niederwerfen zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ohne sein Erlaubnis, ohne seine Genehmigung, wir können hier keine Sekunde bleiben. Wallahi al-azim. Wir können keine einzige gute Tat verrichten. Denn du wirst, wenn du etwas vorhast, deswegen sagen wir, inshallah werde ich es tun. Wenn du diese inshallah nicht sagst, das heißt, wenn Allah will, ohne seine Wille, kannst du dich noch nicht mal vom Boden nach oben bewegen. Du kannst nicht mehr aufstehen. Wallahi, du sitzt mit seinem Wille. Du stehst auf mit seinem Willen, subhanahu wa ta'ala. Du atmest mit seinem Willen, subhanahu wa ta'ala. Und du guckst und du siehst und du riechst. Und du hörst mit seinem Willen, subhanahu wa ta'ala. Und du lebst mit seinem Willen, jalla fi ula. Wie ein Jude kam zum Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, ich wollte dich über diese Maschia fragen, über den Willen Allahs fragen. Sagte, ja, frag doch. Und der Mann sagte, ich will jetzt sitzen. Allah sagt, Prophet Muhammad sagt, nein, Allah will, dass du sitzt. Sagt, ich will aber stehen bleiben. Sagt, Allah will, dass du stehen bleibst. Dann der Mann hat eine Axt genommen, sagte, ich will diese Baum abfallen oder abhaken. Sagt, Allah will das nicht tun. Sagt, ich lasse es jetzt in Ruhe. Sagt, Allah will, dass du es in Ruhe lässt. Denn wenn Allah nicht will, wir können nichts machen. Wallahi, wir können nichts machen. Allah sagt zu mir, Abdi, all das, was du gemacht hast, war meine Wille gewesen. Du hast dich niedergeworfen zu mir, mit meiner Wille, Abdi, mit meiner Gnade, Abdi. Und du gehst ins Paradies mit meiner Gnade. Dann sagt nur mit deiner Gnade, Allah. Dann sagt Allah, geht, nimmt ihn ins Paradies mit meiner Gnade. Ein Auge, die Gelehrten sagen, hätte Allah zwei Augen genommen, der Mann wäre zugrunde gegangen. Hätte Allah nur zwei Augen von ihm genommen, er wäre zunichte gegangen, zugrunde gegangen. Wal'iyadu billah. Also seid dankbar bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Nummer 22, Vernachlässigung der Gebete. Und darüber werden wir eine komplette Sitzung machen, inshallah. Verachten der Pflichte und Zeiten der Gebete, a'udhu billah. Verlassen der Gemeinschaftsgebete ohne Entschuldigung. Abwesenheit des Demuts beim Gebet. Keine Behutsamkeit gegenüber Unklarheiten im Islam. Besorgnis, leichtsinnig. Seine Udubillah. Das heißt, handeln ohne nachzudenken.
Plan loshandeln, A'udhu Billah. Gedanken loshandeln, A'udhu Billah. Nummer 27, die Gesellschaft der Reichen. Die ist es hier gemeint, dass du dich immer unter den Reichen befindest. Aber die Reichen, A'udhu Billah, die gar keinen Dien haben, die nichts mit dem Islam zu tun haben, die durch deren Reichtum blind geworden sind, A'udhu Billah. Also dieser Reichtum hat sie, A'udhu Billah, abgelenkt vom Sinn des Lebens. Hat sie abgelenkt, A'udhu Billah. Es ist wie ein Schleier zwischen denen und dem Sinn vom Leben, A'udhu Billah. Mit diesen Leuten darfst du nicht viel rumhängen, weil Reichtum kann eine Versuchung sein. Nummer 28, die Gesellschaft der Erneuerer. Das heißt, du darfst nicht viel mit den Erneuerern sitzen, wal'iyadu billah. Nummer 29, viel Musik hören oder allgemein Musik hören. Weil Musik, ich sage es jedem, ist haram, ist verboten, das steht im Koran und Sunnah. Und wir haben eine Broschüre zu Ende übersetzt, bi'idhnillah, die wird inshallah nächsten Freitag oder nächsten Samstag unter euch verteilt, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, wo Beweise drin sind aus dem Koran und Sunnah, dass es verboten ist. Für die, die behaupten, Musik ist nicht verboten, es steht nicht im Koran, doch ich sage es nochmal, es steht im Koran und steht im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Gelehrten, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und Sheikh ibn al-Qayyim, rahimahullah, alle sind sich einig, sogar die vier Rechtsschulen sind sich einig, dass das verboten ist im Islam. Sogar bei Abu Hanifa sagt, es führt zu Unglaube, wal'iyadu billah. Möge Allah uns davor bewahren, inshallah. Das ist die Musik oder die Flöte des Teufels. Nummer 30, Zeitverschwendung vor dem Fernseher. Das haben wir schon mal kurz besprochen. Nummer 31, Nachsicht beim Lieben für Allah und Hassen für Allah. Das heißt, gestern hat mich ein Bruder gefragt, wie erkenne ich, dass Allah mich liebt? Ein sehr wichtiger Punkt, dass du das liebst, was Allah liebt. Und dass du das hast, was Allah hast. Und dem liebst, der von Allah geliebt wird. Und dem hast, der von Allah gehasst wird. Al-Wala wal-Bara. Damit beweist du Allah, dass du ihn liebst. Dass du sein Glauben liebst. Das ist sehr wichtig. Nicht die lieben, die Allah hasst. Und die hassen, die Allah liebt. Also nehmt euch in Acht. Das ist eigentlich ein Thema, ein ganzes Buch gibt es darüber, inshallah. Rabbil Alamin. Nummer 32, die Sunna und die freiwilligen Taten absichtlich unterlassen. Wenn du das tust, der Weg ist offen für Iblis oder für seine Armee, damit sie deine Pflichtgebete angreifen kann. Ich sage eins, die freiwilligen Gebete ist ein Zaun, ein großer Zaun. Wenn Iblis da reingehen will, es gibt einen nächsten Zaun, welche? Die Sunna-Gebete. Der nächste Zaun. Wenn dieser Zaun nicht, also diese beiden Zäune nicht existieren, weil mittendrin diese zwei Zäune schützen den mittleren Zaun, das ist die Pflichtgebete. Das heißt, wenn diese freiwilligen Gebete gar nicht da sind, es gibt gar keinen großen Zaun. Also der Weg ist frei für Iblis, Adullah und seine Armee. Wenn die zweite Sunna-Gebete nicht existieren, was passiert? Es gibt gar keinen Zaun und gar keinen Schutz für deine Pflichtgebete und der Weg ist frei für Iblis und seine Armee, um deine Pflichtgebete zu verderben, wal'iyadu billah. Und das wird für ihn eine leichte Aufgabe sein, weil erstens muss er mit dir kämpfen, um die freiwilligen Gebete zu lassen. Und es wird ein schwerer Kampf für ihn sein, wenn er mit einem Gläubigen zu tun hat. Wenn er das schafft, vielleicht hat er einen großen Kampf mit Sunna, weil er Muslim hat Angst, die Sunna vom Propheten zu unterlassen. Und weil diese Sunna-Gebete, liebe Brüder, wir brauchen sie, warum? Weil unsere Pflichtgebete sind nicht vervollständigt. Wir haben nicht vollständigen Demut beim Gebet. Das heißt, wir müssen durch diese freiwilligen Gebete und die Sunna-Gebete unsere Pflichtgebete Yawm al-Qiyamah flicken. Vielleicht Allah wird Erbarmen mit uns haben. Inshallah fi Allah. Nummer 33, nicht einhalten des Versprechens. Wenn du etwas versprichst, der Beweis, dass du ein Gläubiger bist, halte das, was du versprichst. Die Sahaba haben das eingehalten, was sie versprochen haben. Das, was sie Allah sogar versprochen haben. Und das, was sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen haben. Die haben gesagt, ja Rasulallah, wir sind bereit, dich zu schützen vor dem, was wir uns und unsere Familien davor schützen. Wir sind bereit, mit unserem Blut und mit unserem Leben dich zu schützen, ja Rasulallah. Dann Abu Darda sagte, radiallahu anhu, sagt, was haben wir dafür, ja Rasulallah? Der Gesandte Allah sagt, das Paradies. Dann alle haben die Hand gegeben. Und die haben alle deren Versprechen gehalten, Sahaba, radiallahu anhu. Haben wir heute unsere Versprechen gehalten? Untereinander essen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns, inshallah, wenn wir etwas versprechen, dass wir das einhalten, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. 34 ist überflüssiges Reden.
Ich dachte, ich mache eine kurze Pause hier, bevor ich die nächsten Sachen erwähne. Ich spreche kurz über überflüssiges Gerede, A'udhu Billah. Ata ibn Abi Rabah, Rahimahullah. Ata ibn Abi Rabah ist ein Tabi'i, der vielen Sahaba erlebt hat. Der saß mit vielen Sahaba. Sein Lehrer war Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas, man nennt ihn die Tinte dieser Gemeinschaft. Habrul Umma, warum? Manche sagen sogar Bahrul Umma, der Ozean dieser Gemeinschaft. Weil er sehr, sehr viel Wissen hatte. Abdullah ibn Abbas, mit 10 Jahren saß er mit Sayyidina Umar. Und er verbesserte für den großen Sahaba sogar die Fehler, die sie gemacht haben. Und durfte immer mit Sayyidina Umar in einer Beratung sitzen, wo große Sahaba saßen, als er 10 Jahre alt war. Er hat viel, viel Wissen gehabt, dieser Sahabi, radiyallahu anhu. Sein Schüler Ata ibn Abi Rabah, 30 Jahre lang, er schläft am Kaaba, um nach Wissen zu streben. 30 Jahre lang, er schläft am Kaaba, nicht mehr zu Hause, sondern da, wo die Kaaba ist, er hat immer geschlafen. Seine Sorge, sein einziger Wunsch und Ziel, dass er ein Gelehrter wird. Und er wurde auch eins. Ata ibn Abi Rabah ist der Erbe von Abdullah ibn Abbas in Mekka gewesen. Das ist nicht irgendein Erbe. Er hat das Wissen von Abdullah ibn Abbas gehabt. Und dieser Mann durfte sogar Fatwa geben, als Abdullah ibn Abbas da war. Und die haben ihn gefragt, sagt, Subhanallah, unter euch ist Ata ibn Abi Rabah. Und ihr fragt mich. Das sagt Abdullah ibn Abbas. Guck mal, was Wissen aus Menschen macht. Weil Allah ehrt die Menschen durchs Wissen. Und erhört Völker durch das Wissen. Und erniedrigt Menschen, die kein Wissen haben. Dieser Ata ibn Abi Rabah spricht über dieses überflüssiges, wie sagt man das, Gerede. Er hat gesagt, ich habe Menschen erlebt, unsere vortrefflichen Vorfahren, die meinen Sahaba, die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, alles andere, alles Geld für die Sahaba, für die Gefährten, alles überflüssiges Gerede, außer das Buch Allah zu lesen oder zu rezitieren. Punkt Nummer 1. Nummer 2. Gutes gebieten und Schlechtes verbieten. Nummer 3, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lernen und lehren und zu verkünden. Nummer 4 sagt, das Streben nach Wissen und das Wissen weiterlehren. Wissen, wodurch man die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala erlangt und das andere, was er gesagt hat und, wie sagt man, was hat er gesagt, Notwendigkeit des Lebens. Wenn du arbeiten gehst, musst du sprechen. Damit du dich selber versorgst, wenn du Geschäft, Handel machst. Du musst sprechen. Sag, alles andere galt für die Sahaba radiallahu anhum als überflüssiges Gerede. Außer diesen Sachen hier. Ich wiederhole sie nochmal. Koran lesen, Koran rezitieren, Gutes gebieten, Schlechtes verbieten. Es gehört, dass wir rufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und dann hat er auch gesagt, also um die Sunna des Propheten zu lernen und zu verkünden, weiter zu lehren und zu verkünden. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, anni walau ayat. Verkündet über mich, auch wenn es nur ein Vers ist, ein Zeichen ist, das genügt. Wenn du eine Geschichte kennst vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, erzähl sie weiter. Denn du wirst danach gefragt, Herr Maqiyah. Und das andere hat er gesagt, Wissen, wodurch man die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala erlangt, wie denn, indem ich nach diesem Wissen strebe, wenn ich das Wissen habe, verkünde ich weiter. Und ich lehre andere weiter das Wissen, alhamdulillah. Sonst alles andere überflüssiges Gerede war für Sahaba, radiyallahu anhum. Man fragte Luqman, alayhi salam, Luqman ist ein weiser Mann gewesen. Man fragte Luqman, wie hast du diese Stufe erreicht? Wie bist du so weit gekommen, dass du so viele Weisheiten sagen kannst? Eine Weisheit vielleicht erwähne ich kurz, um zu sagen, was er gesagt hat. Er sagt, oh mein Sohn, er sprach immer zu seinem Sohn. Oh mein Sohn, wenn du an den Tod zweifelst, dann schlaf nicht. Denn genauso wie du schläfst, wirst du sterben. Sag, wenn du an das Auferstehen nach dem Tod zweifelst, dann wach nach dem Schlaf nicht mehr auf. Denn genauso wie du nach dem Schlaf aufwachst, wirst du nach dem Tod auch auferstehen. Das war die Weisheit von Luqman alayhi salam. Hat viele Weisheiten, vielleicht einmal erwähne ich es inshallah. Man fragte Luqman, wie hast du diese Stufe erreicht, dass du so weise geworden bist? Er sagte, durch Wahrhaftigkeit beim Reden. Ehrlich sein, wenn du redest, nicht lügen. Wahrhaftigkeit beim Reden. Anvertrautes Gut bewahren und unterlassen von dem, was mich nicht angeht. Unterlassen von dem, was mich nicht angeht. Wir reden hier über die Zunge jetzt.
achtet immer auf die Worte, die mit dem Reden zu tun haben. Er hat gesagt, er hat das erreicht durch Wahrhaftigkeit beim Reden. Anvertrautes Gut bewahren, unterlassen von dem, was mich nicht angeht. Und das ist der Beweis, dass du ein guter Mensch bist. Wenn du dich nicht einmischst in Dinge, die dich nicht angehen, dann bist du ein guter Mensch. Isa a.s. sagte, sprechen ohne das Gedenken Allah ist Unsinn. Sprechen ohne das Gedenken Allah ist Unsinn. Koran ist Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Das Lobpreisen ist Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Das Gebet ist Lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala. Gutes Gebieten, schlechtes Verbieten, rufen zu Allah jalla fi'ula. Rufen zum Sunnah vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufen Menschen, rufen zur Moschee mit deiner Zunge. Deine Zunge, da musst du sie verwenden. Bi'idhnallahi jalla fi'ula. Jeder Blick ohne Leere ist eine Ablenkung, sagt Sayyidina Isa alaihi salam. Das heißt, wenn du etwas siehst, beispielsweise das, was passiert ist in Indonesien, diese Tsunami. Die Hälfte der Erde hat sich bewegt. Diese Welle erreichte Somalia, subhanallah. Guck mal, wie weit die Strecke ist. Wie gewaltig die Kraft Allah, subhanahu wa ta'ala, ist. Und das ist nur ein Zentimeter, hat sich die Erde bewegt. Jeder, der das gesehen hat, was mit den Leuten passiert ist, und Koran liest, dies ist vergleichbar mit dem, was mit Qaum Ad und Qaum Thamud passiert ist. Also was passiert, wenn ich diese im Fernsehen gesehen habe? Ich nehme mich in Acht vor Sünden und Ungehorsamkeiten. Vielleicht bin ich der Nächste, der betroffen wird. Denk nicht, weil du ein Bad hast, dass du in Sicherheit bist. Denn Allah jede Nacht steht kurz bevor, die Erde zu vernichten. Allah sagt selber, subhanahu wa ta'ala, jede Nacht kurz bevor, die Erde zu vernichten. Ich nehme nur Rücksicht auf kleine Babys, die gestillt werden. Tiere, die reiten in Wüsten. Ältere Herren, die sich nachts vorbeugen vor Allah subhanahu wa ta'ala, sagt, sonst hätte ich die Erde vernichtet. Und die, die nachts um Vergebung bitten. Die nachts Allah um Vergebung bitten. Nur wegen diesen Menschen, achi, sind wir in Sicherheit. Möge Allah diese Menschen bewahren, ehrlich gesagt. La ilaha illallah. So sagt Sayyidina Isa, jeder Blick ohne Leere ist Ablenkung. Und dann sagt Sayyidina Isa, Tuba für den, dessen Worte das Gedenken Allah sind. Und sagt, und dessen Blicke eine Leere sind. Das heißt, wenn du ein kleiner Beispiel, du gehst ins Krankenhaus jemanden besuchen. Wir haben letztes Mal gesehen, dieser Bruder, der starb, der krebskrank war. Viele Menschen gehen die Leute nicht besuchen, weil sie Angst haben. Weil dieser Besuch erinnert dich an den Tod. Und du willst mit dem Tod nichts zu tun haben. Warum? Weil du noch nicht bereit bist. Weil du weißt, dass du viele Sünden hast. Denn Sayyidina, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und das gilt für alle guten Taten, liebe Bruder, nicht nur für die Spende, sagt, ja, Aba Dharr, schick dein Geld voraus, wohin? Ins Jenseits, also spende dein Geld, dann wirst du Freude daran haben, hinterher zu gehen. Genauso, wenn du gute Taten vorausschickst, du hast Freude zu sterben, weil dich erwartet nur Gutes. Aber wenn du nur Sünden immer vorausschickst, natürlich, dass du Angst hast, weil dich erwartet nur Schlimmes, a'udhu billah. Was willst du Allah sagen über jede Sünde, die du gemacht hast? Über jedes falsche Wort, was du gesagt hast? Über jede falsche Absicht? Was willst du Allah sagen? Bist du bereit zu antworten? Hast du die Antwort? Wallahi, wir haben keine Antwort. Weil wir noch nicht mal uns hier in diesem Dunya zur Rechenschaft ziehen wollen. Sayyidina Umar sagt, Hasibu anfusakum, qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum, qabla an tusan. Also, zieht euch selbst heute zur Rechenschaft, sagt Sayyidina Umar. Bevor ihr zur Rechenschaft gezogen werdet am Tag der Auferstehung. Und wiegt heute eure Taten, bevor sie gewogen werden. Und einmal sagt Sayyidina Umar zu einer seiner Bedientesten oder einer, der bei ihm gearbeitet hat. Er sagte zu ihm, zieh dich heute zur Rechenschaft. Zieh dich heute selbst zur Rechenschaft, bevor du Yawm al-Qiyamah hart zur Rechenschaft gezogen wirst. Und sagt, und diese Abrechnung mit dir selbst heute erleichtert am Tag der Auferstehung die Abrechnung. Also hasibu anfusakum. Wie kannst du dich freuen? Diese Krankenbesuche, ach, ist sehr, sehr wichtig. Geh gucken. Der Bruder liegt verkabelt vor dir, der kann nicht mehr richtig atmen. Er atmet nur durch Kabeln und durch diese Maschinen, die an sind. Ja? Er steht kurz vorm Sterben. Wenn du guckst, dann erinnerst du dich an den Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sagt, ungefähr sagt alaihi salatu wassalam, اغتنم صحتك قبل سقمك. Nutze deine Gesundheit aus, bevor du krank wirst. Und du siehst, er liegt am Sterben. Und dann kommst du wieder und er ist tot. Und du hast ihn gesehen, er ist tot. Dann erinnerst du dich an die Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nutz dein Leben aus, bevor du stirbst, vielleicht bist du der Nächste. Vielleicht wirst du bald überrascht. Jede Nacht. Nimm dich in Acht, Wallahi, jede Nacht, du sollst dich in Acht nehmen. Jede Nacht. Also du darfst nicht ab, wie dieser Tabi'i Malik ibn Dinar, nicht mehr, weißt du nochmal, Bishr ibn al-Harith, rahimahullah, er sagte, ich bleibe nächtelang wach. Ich schlafe nicht. Und er bleibt nicht nur wach, sondern er betet die ganze Nacht und weint. Dann haben sie gefragt, warum? Er sagte, ich habe Angst, dass der Tod mich überrascht und ich bin am Schlaf. Wir schlafen ganz normal. Uns interessiert das nicht. Vielleicht schläfst du und du wachst nicht mehr auf und du hast so viele Schulden. Du hast viele Menschen wehgetan. Du hast viele üble Nachrede verübt. Du hast Verleumdung verübt. Du hast so viele schlechte Sachen gemacht, oder du hast keine richtige Reue gezeigt. Deswegen vor dem Schlafen gehen ist ein Rat für mich und für jeden. Zwei Raka'at Taube. Zwei Raka'at Reue. Zeigen und weinen dabei. Versuche die ganze Nacht, diese vom Schlafen gehen, ein paar Tränen zu vergießen. Und bevor du schlafen gehst, setz dich hin, sagt Ibn al-Qayyim. Eine Stunde wenigstens oder eine halbe Stunde. Rechne mit dir selbst ab. Zieh dich in dem Moment zur Rechenschaft. Sag und guck, was du an diesem Tag gemacht hast. Hast du Gewinn gemacht? Oder hast du Verlust gemacht? Ich meine hier Gewinn an guten Taten und Verlust an Sünden. Das heißt, wenn deine Akte heute gefüllt ist mit Sünden, dann hast du Verlust gemacht. Wenn du mehr gute Taten gemacht hast als gestern, dann hast du einen Gewinn gemacht. Dann guckst du, wie viel habe ich gestern Allah gedenkt, subhanahu wa ta'ala. Wie viel habe ich heute Allah gedenkt, jalla fi ala. Habe ich heute schlecht gesagt, etwas Schlechtes gesagt? Habe ich etwas Schlechtes gesagt über Bruder oder eine Schwester? Habe ich das oder nicht? Kontrollieren. Gucken, ja, du bist nicht zum Spaß hier auf dieser Welt. Und alles, was du gemacht hast, und alles, was du gesagt hast, wartet auf dich. Alles. Das, was du vergessen hast. Auch ein Lächeln. مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَى. Und dann sagt der Umar Qiyamah, stehst du vor deinem Buch und du liest deine eigene Akte vor deinen Augen. Du wunderst dich. Was ist mit diesem Buch hier? Was ist mit dieser Akte? Sie hat nichts hinterlassen. Nichts vergessen. Alles steht drin. Sogar kleine Taten. Ein Lächeln und ein Grinsen stehen da drin. Und du hast vergessen, warum du gelacht hast. Vielleicht hast du einen Bruder ausgelacht. Oder eine Schwester, أعوذ بالله. Und du hast vergessen, dann sagt Allah, Abdi, Allah sagt zu dir, Abdi, lies. In Ruhe, اقرأ كتابك على مهلين يا Abdi. In Ruhe, Abdi, lies dein Buch in Ruhe. Heute wird dir nicht Unrecht getan, Abdi. Für jede gute Tat wirst du belohnt. Und für jede Sünde wirst du bestraft. Guck, Abdi, was du gemacht hast. Sag ja Allah, das alles, was du gemacht hast, subhanah, seitdem du diese Pubertät erreicht hast. Fangen an, die Malaika zu schreiben, bis du stirbst. 60 Jahre, 50 Jahre, ich weiß nicht, wie lange du gelebt hast oder lebst. All das erwartet dich Yawm al-Qiyam. Und für alles musst du eine Antwort haben. Für alles musst du eine Antwort haben. Für alles. Ein Gelehrter, Fudayl ibn Iyad, sagt, ich kenne Leute, die zählen deren Worte von Freitag zu Freitag. Also von Freitag, wenn Freitag gebetet haben, sie fangen an, deren Worte zu zählen und sie kennen den Zahl, weil sie wenig geredet haben. Wenig haben sie geredet. Heute, wir reden so viel, mashaAllah. Manchmal achte ich, also nicht mit der absichtlich, sondern höre ich Brüder manchmal reden, ehrlich gesagt. Und dann nehme ich mir die Worte, diese schlechten Worte raus. Sag, ja Rabbi, dieser Bruder, wenn jemand danach gefragt wird. Und ich habe gerade gesehen, dass dieser Bruder, ja Allah, das Wort verachtet hat. Manchmal, wir sagen über Völker etwas. Beispiel beim Fußball gucken. Auch beim Fußball. Guckst du Fußball, du bist voller Emotionen. Ach, dieser Blödmann, sagst du. Das ist oft passiert. Oder diese Tribüne, die Leute, die da schreien und weinen, sagst du, guck dir diese blöden Leute an. Und das sind Muslimin. Du trägst die Verantwortung, Yawm al-Qiyam, für die alle, die kommen, Yawm al-Qiyam, sagst, ja Allah, der hat gesagt, wir sind blöd. Wallahi, das ist kein Spaß. Das heißt, du musst, Yawm al-Qiyam, wenn du Hasanat hast, wenn überhaupt, du hast gute Taten, Yawm al-Qiyam, all diese Leute kommen, sagen, ja Allah, wir wollen unsere Rechte haben. Weil normalerweise im Islam, du müsstest zu all diese Leute hingehen und sie um Vergeben bitten. Und die sollen für dich bei Allah um Vergeben bitten. Wie willst du das machen? Also kontrolliere deine Zunge, was du sagst. Nimm dich in Acht vor deiner Zunge. Das ist eine Schlange, die beißt, a'udhu billah. Wallahi, die ist giftig, diese Zunge. Sie bewegt sich sehr leicht. Aber der Schaden von ihr ist sehr, sehr schwer, maqiyah. Also nimm dich in Acht davor, bi'idhnillahi, jalla fi'ula.
الأوزاعي sagt, Luqman sagte, O mein Sohn, der schlechte Freunde hat, wird nicht sicher sein. Der schlechte Freund ist das Beispiel von einem schlechten Freund, ist wie der, wie einer, der als Schmied arbeitet. Wenn du immer bei ihm bist, und er arbeitet ja mit Eisen und Metall und Feuer, sagt, entweder wird er deine Klamotten beschmutzen, a'udhu billah, und du hast einen schlechten Geruch in diesem Laden von ihm, weil bei einem Schmied riecht das gar nicht gut, oder er wird deine Klamotten verbrennen. Wenn er sieht, du machst schlechte Taten, er hilft dir, er unterstützt dich in diesem Punkt. Wenn er sieht, du vergisst Allah, er hilft dir noch mehr, Allah zu vergessen, a'udhu billah. Und sogar er gebietet bei dir das Schlechte. Er ruft dich an, lass uns Party machen, lass uns Alkohol trinken, lass uns feiern, lass uns Frauen anmachen, a'udhu billah. Lass uns Musik hören, a'udhu billah. Das ist ein guter Freund, das heißt, er ruft mich in Jahannam, a'udhu billah, zu Jahannam. Das ist kein guter Freund. Weil ein guter Freund ist wie jemand, der Duft bei sich trägt. Misk, Moschus. Das Wenigste, was du von ihm hast, wenn er an dir, an deiner Seite steht, dieser gute Duft. Und manchmal kriegst du von ihm entweder ein Geschenk und sagst, hier, nimm etwas von mir. Dann riechst du selber gut. Das ist ein Unterschied. Der, wenn er sieht, du hast Allah vergessen, er erinnert dich. Und der, der sieht, wenn du Sünde machst, er ermahnt dich. Und der, der sieht, wenn du vergisst, er erinnert dich an Allah. Und der, der sieht, wenn du in Dunya beschäftigt bist, er sagt, ja, das diesseitige Leben ist vergänglich. Du sollst nicht im diesseitigen Leben ertrinken. Das ist ein tiefer Ozean. Und viele sind darin ertrunken. Das ist der, der dich liebt. Der, der sieht, subhanallah, wenn du Dunya-Sorgen hast, er kommt mit Hadith, Koran und erleichtert diese Sorge. Erzählt über Sabr, über Geduld, über die Belohnung von Akhir. Damit du keine Sünde machst. Weil viele Menschen haben so viel Last, die wissen nicht mehr weiter, die Armen. Und dann diese Last wird immer größer, diese Probleme wird immer größer und kommt nicht mehr klar. Dann A'udhullah besiegt ihn der Shaitan und geht, macht Sünden, A'udhullah. Also dann kommst du als guter Freund und du erinnerst ihn an die Belohnung von Yawm al-Qiyamah. Das erweist sein Herz und wird immer stärker, sein Herz wird immer stärker und hält mehr diese Prüfung aus. Das ist ein guter Freund. Der mich in meine Hand nimmt, wenn das Leben für mich schwer wird, wenn er sieht, ich kann nicht mehr zur Moschee gehen, er sieht, dass für mich Prüfung kommt, er packt in meine Hand und hilft mir zur Moschee zu gehen. Der, der sieht, wenn ich Fajr nicht aufstehen kann, ruft mich an, Fajr, du störst mich nicht. Aber wenn es um Arbeit geht und ruft dich einer an und sagt, ich habe einen Job für dich, wo du pro Stunde 27 Euro bekommst, du freust dich. Du machst dir Gedanken für ihn. Nein, lieber mach dir Gedanken um ihn, weil er Fajr nicht beten kann. Weil er nicht zur Moschee kommen kann, morgens zum Gebet. Oder gar nicht mehr zur Moschee kommen. Das ist ein Freund, der macht sich Sorgen um seinen Bruder. Und genauso geht es mit den Schwestern, wenn eine Schwester nicht mehr kommt. Wenn eine Schwester schwach ist, ihr seid verantwortlich, sie zu ermahnen, sie zu erinnern. Und diese Schwester ist auch verpflichtet zuzuhören, inshallah, Rabbil Alamin. Wenn eine Schwester kein Hijab trägt, ihr besucht sie für Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr setzt euch hin und sagt, wie können wir diese Schwester retten, inshallah. Weil der Shaitan macht bei ihr Druck. Und nicht fängt an, über sie zu lästern, beispielsweise, a'udhu billah, nein. Weil dann habt ihr Hand in Hand mit Shaitan gegen sie gearbeitet. Weil der Shaitan ist euer Feind, alle zusammen. Also ihr seid eine Kette gegen den Shaitan. Hand in Hand gegen Shaitan, nicht Hand in Hand mit Shaitan gegen diese Schwester. Beispiel, ist nur ein Beispiel. Sehr, sehr wichtig. Oder ein Bruder, der weg ist, a'udhu billah. Nicht sagt, guckt der Bruder hat den Bad weggemacht. Oder guckt der Bruder, kommt gar nicht mehr zur Moschee und will essen. Nein, ich mache mir Gedanken, ich weine beim Sujud für Allah, bei Allah. Ja Rabbi, hol meinen Bruder zurück, weil das kann genauso mit mir passieren. Wenn du dir Sorgen um andere machst, Allah subhanahu wa ta'ala beschützt dich. Das ist ein guter Freund und eine gute Schwester im Islam. Al-Awza'i sagt, Luqman sagt, oh mein Sohn, der schlechte Freunde hat, wird nicht sicher sein. Der schlechte Orte besucht, darf sich nicht wundern, wenn er verdächtigt wird. Und der seine Zunge nicht beherrschen kann, wird es bereuen. Der seine Zunge nicht beherrschen kann, nicht unter Kontrolle hat, wird es bereuen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, Ibn Umar überliefert, sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, spricht nicht viel, ohne dabei Allah zu gedenken. Spricht nicht viel, ohne dabei Allah zu gedenken. Sonst werden eure Herzen hart werden. Und das harte Herz ist weit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein weiser Mann sagte, ich hoffe, dass ihr diese Worte inshallah so versteht, wie ich sie übersetzt habe, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ein weiser Mann, ein frommer Mann hat gesagt, ein Körper besteht aus drei Teilen. Herz, Zunge und Glieder. Alle drei wurden mit etwas geehrt. Alle drei wurden mit etwas geehrt.
Sagt, das Herz wurde durch den Glauben an die Einheit und das Bewusstsein über Allah subhanahu wa ta'ala geehrt. Ich wiederhole nochmal, das Herz wurde durch den Glauben an die Einheit und das Bewusstsein über Allah geehrt. Die Zunge wurde durch das Aussprechen des Glaubens, Bekenntnis und Koran-Rezitation geehrt. Unsere Zunge wurde durch das Aussprechen des Glaubens, Bekenntnis und Koran-Rezitation geehrt, weil diese Glaubensbekenntnis ist schwerer als die Himmel und Erde. Und diese Zunge wurde es erlaubt, dieses Wort auszusprechen. Das Wort ist La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Weil La ilaha illallah wiegt mehr als die sieben Himmel und sieben Erden, alles was da drauf ist, was in denen ist. Wenn die sieben Himmel und Erden, all diese Engel da drin sind, und all das, was auf dieser Erde ist und in dieser Erde ist, auf einer Waagschale sind, und La ilaha illallah, eine Waagschale ist, La ilaha illallah wiegt mehr als all das zusammen. Und dieses Wort hat Allah dir erlaubt und deine Zunge erlaubt. La ilaha illallah. Und Koran, warum? Weil diese Koran sind die Worte Allah. Diese Koran sind die Worte Allah. Und du, so klein, darfst du diese Worte aussprechen und lesen. Wie Rasul sagte, ihr Sahaba, wollt ihr mit Allah sprechen? Sagen, ja, ja, Rasulallah. Sagt, werft euch nieder. Im Niederwerfen seid ihr am nächsten zu Allah. Subhanahu. Dort spricht ihr mit Allah und zwischen euch und Allah ist kein Schleier. Sagt, wollt ihr, dass Allah zu euch spricht? Sahaba sagen, doch, ja, Rasulallah. Sagt, liest den Koran. Da spricht Allah zu euch. Wenn du Koran liest, lese den Koran mit dem Gefühl, dass Allah zu dir spricht. Dass Allah dich meint im Koran. Dann wirst du einen ganz anderen Geschmack vom Koran haben, wenn du das Gefühl hast, Allah spricht mit dir im Koran. Und die Glieder wurden besonders durch die Gebete und alle anderen Anbetungen geehrt, beispielsweise Fasten, Spenden und Pilgerfahrt. Das Gebet besonders, warum? Weil es ist die Verbindung zwischen dir und Allah. As-Salah kommt vom Wort As-Sila, Rabt, Bedienung, wie sagt man das, Astaghfirullah al-Azim, nicht Bedienung, Verbindung zwischen dir und Allah. Fünfmal am Tag hast du ein Gespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala. Verteilt auf den ganzen Tag. Drei Tagesüber, zwei Tagesüber und drei, Astaghfirullah, einmal morgen Fajr-Gebet, natürlich im Dunkeln, und dann Isha-Gebet im Dunkeln und drei Tagesüber. Darfst du mit Allah sprechen, subhanahu wa ta'ala, wie ein Sahabi sagte, derjenige, der mit Allah sprechen möchte, ohne Dolmetscher, er soll Wudu machen, soll sein Gebet nicht gehen und Allah verherrlichen, subhanahu wa ta'ala, und anfangen zu beten, denn dort spricht er mit Allah ohne Dolmetscher. Wenn du einen Präsidenten sprechen willst, du kommst noch nicht mehr dran. Aber Allah Jalla fi'ala erlaubt dir, du kleiner Mann, wir wissen selber, wovon wir erschaffen wurden, subhanallah. Allah sagt, Abdi, komm, du darfst fünfmal mit mir sprechen. Und viele beim Gebet, leider, wenn sie sagen, Allahu Akbar, er guckt nach rechts und links, guckt nach oben, nach unten und kratzt sich die ganze Zeit in seine Haare oder in seinen Körper, astaghfirullah. Die ganze Zeit. Und er steht vor Allah. Derjenige, der nach rechts und links guckt, Allah subhanahu wa ta'ala lässt sich da stehen und geht. Weil Allah wendet sich mit seinem Gesicht und dein Gesicht in diesem Moment. Und du spielst. Wenn du das mit einem König vom diesseitigen Leben machst, der wird dich bestrafen. Der wird dich foltern, weil du respektlos bist. Aber du stehst vor Allah. Vergiss nicht, du stehst vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Also die Glieder wurden besonders durch die Gebete und alle anderen Anbetungen, Fasten, Spenden, Pilgerfahrten, alles andere, geehrt. Und diese alle drei werden bewacht. Wir haben gesagt, die werden geehrt, jetzt werden sie bewacht. Das Herz wird nur von Allah bewacht. Denn niemand kennt das Verborgene außer Allah. Und das, was du im Herzen drin hast, sieht nur Allah. Also kann keiner auf dein Herz bewachen, außer Allah. Der Allmächtige Jalla fi'ula. Der Erhabene Subhanahu wa ta'ala. Der bewacht dein Herz. Also wenn du dann beispielsweise denkst, du kannst Geheimnisse verbergen für deine Geschwister und Brüder, aber nicht vor Allah. Du kannst beispielsweise uns alle zeigen und beweisen, du bist ein Gläubiger. Aber Allah sieht in dein Herz, bist du gar nicht. Das ist gefährlich. Also achte auf dein Herz, was da drin ist. Wenn Allah auf dein Herz geht, dorthin sieht Allah subhanahu wa ta'ala. Dorthin schaut Allah subhanahu wa ta'ala. Allah schaut nicht auf unsere Körper oder auf unser Aussehen oder unser Vermögen, sondern schaut auf unsere Herzen, Jalla fi'ula. Sahaba schämen sich und sie haben sich geschämt, dass wenn Allah hinschaut, dass Allah etwas anderes sieht als Allah im Herzen. Als die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Furcht und Angst vor ihm subhanahu wa ta'ala. Die Sahaba haben sich geschämt, Angst zu haben vor irgendjemand. Weil Allah sieht im Herzen, habt ihr Angst oder habt ihr nicht Angst? Denn Allah sagt im Koran, es gibt Menschen, die fürchten Menschen, genau wie sie Allah fürchten. Allah sagt, la takhshawhum wakhshawni. Allah sagt, fürchtet sie nicht, fürchtet mich. Das heißt, wir vergleichen subhanahu wa ta'ala mit diesen Menschen, mit Allah.
Was kann dieser Mensch tun? Nichts, wallahi nichts. Weil die Macht ist an Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi'ula. Also das Herz wird nur von Allah bewacht, denn niemand kommt, das kennt das Verborgene außer Allah Jalla fi'ula. Die Zunge wird von den edlen Engeln bewacht. Diese Zunge wird von den edlen Engeln bewacht. Allah sagt im Koran, kein Wort bringt er, also der Mensch, hervor, ohne dass ein wachsamer Wächter bei ihm ist. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Allah sagt im Koran, جل في علاه, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Sie wissen alles, was ihr tut. Allah hat edle Hüter, Malaika, an unserer Seite eingesetzt, damit sie alles aufschreiben, was wir sagen und was wir tun. Alles. Bis die Sonne von Westen aufgeht. Wenn die Sonne von Westen aufgeht, sagt Aisha radiallahu anha, die zwei Engel schließen die Akten und legen die Stifte oder die Stifte nieder. Sie schreiben nichts mehr. Sondern dein Körper wird ab dem Moment Zeuge sein. Deswegen, Yawm al-Qiyamah, wird dein Körper sprechen. Allahu Akbar. Und die Glieder werden durch die Gebote und Verbote bewacht. Das heißt, wenn du die Gebote und die Verbote nicht mehr beachtest, das heißt, deine Glieder haben die Grenzen überschritten. Und Yawm al-Qiyamah, diese Taten werden Zeuge gegen dich sein.